baby, the one who is waiting for you. Hey, der Händler hat ja gar nichts bei. Hallo, zurück zu Fallout 1. Ich habe ja in der letzten Folge auch wieder abrupt beenden müssen. Ich hatte kurzfristig, das heißt kurzfristig, ich hatte Besuch einfach, egal. Und jetzt geht's weiter. Wir sind immer noch hier in einer der Vaults unter Necropolis, um den Wasserchip zu finden, der hoffentlich hier irgendwo rumlungert. Du siehst einen funktionsfähigen Steuercomputer zur Wasseraufbereitung. Ach nein, kann das denn wahr sein? Ist es denn die Möglichkeit? Na los. Ja, jawohl, du entfernst den Steuerchip problemlos aus dem Computer. Du hörst, wie der Wasserstrom aufhört, in die Stadt zu fließen. Du erhältst 1500 Erfahrungspunkte für das Auffinden des Steuerchips. Jawohl. Oh, holy shit. Na endlich, wir haben den Steuerchip gefunden. Irgendwie sonst nichts Interessantes hier. Ich glaube, wir murksen nochmal eben hier die Mutanten ab. Die Ghouls. Mutanten sind ja nochmal was anderes. Na komm, friss den hier. Oh! Ich habe in die Augen gezielt und den Arm abgeschossen. Wow. Wie geil bin ich eigentlich? Ah. So. Ich glaube, hier gibt es auch nichts wirklich Interessantes noch, außer die beiden Boys hier oben, die auch so leuchten. Die sind so verstrahlt, die leuchten sogar. Und in die Augen nochmal. Jawohl. Geil, der andere hat mich gar nicht gesehen. Huh. Wie aufmerksam sind die denn? Gleich gibt's Tote. Ihr seid auch schon längst tot. Nein! Greif mich doch nicht an, Ty. Ach, Ian war das. Ja, guck, Tycho kann treffen wenigstens. Ja. Und das war's. Die haben beide nichts dabei, ne? Nee. Sehr ärmliche Boys. So. Cool. Damit haben wir das, die wichtigste Aufgabe im Spiel geschafft. Nämlich den Steuerchip finden. Sehr geil. Wir müssen jetzt nur noch den Ghoulen sagen, dass wir hier schon, dass wir die Wasserpumpe für die reparieren können oder die Teile dafür haben. Das konnten die ja nicht drankommen. So, dann lass mal hierher gehen. Noch weiter nach oben. Es könnte sich uns auch allerdings der Mutant, der hier unten noch steht, in den Weg stellen. Ich weiß gar nicht, ob der mitbekommen hat, wie wir die Boys abgeknallt haben hier. Hier, die liegen ja alle tot, die Mutanten. Da hatten wir ja Bock drauf. Ich glaube, ich speichere nochmal. Ja. Super. Mal gucken, ob er von selbst angreift oder... Doch, er greift von selbst an. Sehr gut, er steht auch direkt schon vor mir. Wow. Oh! Nein, das habe ich ja überhaupt nicht erwartet. Wow. Larry wurde kritisch getroffen. Holy moly. Ach, da ist auch noch einer. Oh. Hier gar nicht gesehen. Kann ich den von hier aus nicht sehen? Das hier ist blockiert, okay. Gucken, ob der jetzt näher rankommt. Oh. Ganz nah ist er jetzt. So. Und die Augen. Ah, oh, schon wieder eine ganze Flanke rausgeschossen. Boah, ist das geil. So, 500 Erfahrungspunkte sogar. Geil, ey. Wie geil ist das denn bitte? Alle Mutanten abgemurkst. Sehr geil. Könnte vielleicht irgendwen hier interessieren. Was war denn hier? Tisch. Stehen hier nur dumm rum und haben keine Sachen? Was sind das für arme Leute? Leute, hahaha. Wir könnten uns übrigens nochmal von ihm hier heilen lassen. Da ist ja noch ein Boy. Ich habe nicht gesehen. Jetzt steht mir Ian im Weg. Na toll. Wir haben leider keine Zeit für lange Reden. Dieser Ort ist zu gefährlich. Hä? Nur weil ich einen Kampf angefangen habe? Oh, na toll. Ich weiß gar nicht, wo Seth und so sind. Oder wo Seth ist. Hier drin ist er auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wir gehen erstmal runter und sagen dem Boy, dass wir die Teile für die Wasserpumpe haben. Wir sagen ihm natürlich nicht sofort, dass wir... ach nee, das geht ja hier gar nicht her.
Wir sagen ihm natürlich nicht, dass wir jetzt schon den Wasserchip geklaut haben. Ja, das wäre es natürlich. Oh ja, wir haben den Wasserchip schon vorher geholt, ne? Ist klar, ne? Er hört ja mir, ne? So, ich glaube, ne, wir müssen hier in das andere Haus rein. So. Das Geile ist auch, dass man hier bei Fallout nicht auf Schnellreise machen drücken kann oder so, wie man es sonst so bei Skyrim oder so kennt oder bei den neueren Spielen überhaupt. Dass man sich Zeit nehmen muss, die Wege genießen muss. Gothic zum Beispiel. Das hier macht mir Angst. Das finde ich auch so geil an Fallout 1, dass es halt oldschool ist. Nicht, dass es noch oldschool ist, aber ich meine, dass es einfach geil ist. Was liegt denn hier? Da liegt auch Schrott rum. Wo sind denn unsere Boys? Da sind die Boys. Ne, da. Wo das Licht ist. Mit dem können wir reden. Rede bitte mit unserem Anführer, bevor du gehst. Ja, mache ich. Ich sehe, du hast, was du hier gesucht hast. Dir ist klar, dass wir sterben werden, wenn du uns den Shirtship nimmst. Ja, aber ich bin dabei, die Wasserpumpe zu reparieren. Wo, sagtest du, kann ich die Teile finden? Wie ich schon gesagt habe, sind sie im Abwasserkanal unter der Wasserstelle zu finden. Geh erst Richtung Ost, dann nach Norden. Die Wasserstelle ist in der Richtung. Danke für die Hilfe. Auf Wiedersehen. Ja, und wem gebe ich jetzt die Teile? Unfähiger Idiot. Ich habe dir doch die Teile, oder? Die Teile haben wir doch aufgesammelt. Schrott. Haufen aus Schrottteilen von allen etwas. Ja, habe ich doch. Welche anderen Möglichkeiten bleiben mir? Wir hatten einmal eine Pumpe an der Wasserstelle, die Wasser aus der Tiefe holt, doch sie ging kaputt und die für die... Meinst du diese Teile? Aha. Du zeigst die Teile, die du beim Anführer der Ghouls gefunden hast. Ja, die Teile hatte ich gemeint. Sei froh, dass du sie schon hast. Muss ich noch etwas wissen? Leider kann ich dir nicht mehr weiterhelfen. Viel Glück mit der Wasserpumpe. Bitte bring die Teile zur Wasserstelle und reparier die Pumpe. Ja, wo ist die Wasserstelle denn? Arbeite noch dran. Okay. Vielleicht ist die Wasserstelle hier irgendwo rechts. Vielleicht hier oben oder so. Ich glaube, ich gehe mal hier hoch. Ich habe echt keine Ahnung, wo die Wasserstelle ist. Aha, was denn hier? Eine Wache der Ghoul Gang. Ach nein! Ich glaube, die Stelle, die... Ah, ich glaube, da, wo wir gerade waren. Oh, da hätten wir das Ding reparieren müssen. Ah, fällt mir gerade so auf. Oder muss ich nach hier oben? Hä, da oben sind ja noch mehr von den Viechern. Bäh. Wir gehen nochmal hoch, ja. Na komm, nochmal hoch. Nochmal hoch. Hoch. Hoch? Ah nein, nee, nicht hier hoch. Da entlang. Ah, den ganzen Weg zurück. Ja, die Laufwege muss man schätzen lernen und so, ne? Mhm. Ich laber echt Müll. Nein, ich meinte schon wirklich so, aber jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Das ist auch doof. Wenn ich jetzt überhaupt richtig liege. Die Wasserpumpe. Ist es denn dieses Gebilde, was ich oben in dem Gebäude meinte? Oder von dem ich denke, dass es das ist. Wir gehen nochmal hier rein. Na komm, Boy. Das finde ich dann aber auch wiederum ein bisschen schwierig, dass man halt selbst suchen muss, wo halt Dinge sind. Hier. Ein Werkzeug. Ich sehe ein Werkzeug? Was? Die Wasserpumpe funktioniert nicht. Aha, alles klar. Reparieren. Du schaffst es nicht, die Wasserpumpe zu reparieren. Wie wäre es mit einer neuen Sicherung? Ich glaube, wir gehen mal jetzt auf die Schrottteile. Die lege ich mir mal hier hin. Use on das hier. Du hältst 1000 Erfahrungspunkte für das Reparieren der Pumpe. Nachdem du die fehlenden Teile erfolgreich eingebaut hast, erwacht die riesige Pumpe langsam zum Leben. Geil. Also funktioniert einwandfrei. Ja, alles klar. Cool. Oh. Ja. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Aber von älteren Spielen, dass man... Ach nee, hier muss ich ja nicht runter. Dass man keine Anweisung bekommt, wo Dinge sind. Oder keine Hinweise irgendwie. Ein leuchtender Pfeil. Da, genau, da geht er hin. Oder irgendwie eine Spur auf dem Boden, der man nachgehen kann. Das gab es doch damals, wo WoW noch im zweiten DLC, nee, im ersten DLC war. Da war es noch nicht üblich, dass man wusste, wohin die Quest einen führt. Man musste genau lesen, wo man hin muss.
Das ist auch hier bei Fallout der Fall. Finde ich schade, dass sie es bei WoW dann so gemacht haben im Laufe der Zeit, dass sie dann, kein Bock. Hier, genau da müsst ihr hingehen. Los, macht das mal. Dass sie das allen Leuten so vereinfacht haben. Deswegen mag ich das. Ich mag es eigentlich schon, wenn man selbst nachlesen muss, wo man hin will. Aber ich finde es dann frustrierend für die Folge. Hey, ich wollte doch das schnell hier hinmachen und so, ne? Naja. Danke, dass du die Wasserpumpe repariert hast und hoffentlich geht es deinen Leuten gut, wenn du mit deinem Fund zurückkehrst. Danke für deine Hilfe. Auf Wiedersehen. Geil. Ja, wir müssen jetzt nur nochmal Seth treffen. Ich weiß nicht genau, wo man hingehen muss, um Seth zu treffen. Ich glaube, man kriegt auch eine Belohnung, wenn man sagt, man hätte die Mutanten umgebracht. Oh, ach, was ist das denn hier? Oh, ich habe ja eine Steuerung. Oh, cool. Master Volume up. Increase Brightness, Decrease Brightness. Oh, das geht sogar. Rotate CCV. Was ist denn rotieren? Hm. Weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Egal. Ich speichere nochmal. So. Wo ist Seth und seine Bande? Ich glaube, die sind hier irgendwo. In diesem großen Gebäude. Ja, hier. In diesem großen Gebäude. Genau. Aber ich glaube, hier gab es auch einen Hintereingang oder so. Kann das sein? Kann das sein? Hier vorne steht Seth. Ja, nee, Seth, ich glaube, da. Seth, der Anführer von Necropolis. Ihr habt ja schon von den Ghouls gehört, die unten hausten, dass die gesagt haben, Seth ist Kacke und so weiter. Und vielleicht können wir ihn auch umlegen, wenn wir Bock haben. Ich guck mal, wir sind gerade bei 11 Minuten oder so. So. Ich speichere erstmal und schaue mir dann mal an, was hier abgeht. Jo. Verschwinde, du bist hier nicht willkommen. Ich muss da rein. Kannst du mir irgendwie helfen? Ich hab dir doch gesagt, du sollst verschwinden. Wir mögen hier keinen Typen wie dich. Klar. Toll. Hä? Wie soll ich denn sonst hier reinkommen? Hä? Wie komme ich denn jetzt hier rein, wenn er mich nicht reinlässt? Ich glaube, ich mache die Tür einfach auf. Ich mache die Tür einfach auf und es klappt. Das ist ja geil. Ich sollte mich aber noch mal ein bisschen heilen. Fällt mir gerade auf, bevor ich irgendwelche Sachen anstelle. Vielleicht heile ich mich noch mal mit dem Stimpack. Ja, das hat, glaube ich, was gebracht. So. Mal gucken. Meinen Sniper habe ich hier. Ich glaube, ich tue noch mal meine Schrot hier hin. Jawohl. Und dann reden wir mal mit dem Seth Boy. I am Seth. Why do you tread my shadow? Ich bin der Bote des Todes. Auf die Knie und flehe um Gnade. Oder gib mir ein Sandwich. Ich habe riesigen Hunger. Nein. Ich will den Boss sprechen. Bist du das? I cast the shadow. If that's the lot, remove yourself. Ich bin hier, um das Kopfgeld für ein paar Mutanten abzukassieren. Workable. Follow Garrett to gratitude, then walk another path. Komm mit mir. Ich hol mir die Belohnung. Ich hol mir die Belohnung für dich. Hä? Du bist ja echt ziemlich lahm. Oh Gott, muss ich das jetzt ansehen, wie er da irgendwo hingeht? Okay, er will anscheinend hier irgendwo rein. Hier in den Raum. Mach mal hinne, Boy. Du bist ja echt eine lahme Sau. Na komm schon, Boy. Kriege ich überhaupt Erfahrungspunkte dafür? Nee, ne? Ich habe nur die Erfahrungspunkte bekommen, die wir vom Kampf selber bekommen haben. Hier ist deine Belohnung. Du hältst einige Leuchtraketen, einige Flaschen Cola, $50. Wow. Holy moly. Ich speichere nochmal. Und guck noch, ob der irgendwas anderes hat. The time is wrong. Evening is proper for your shadow. Was ist denn los mit dir? The time is wrong. Na, kein Bock mehr auf dich. Okay, ich habe jetzt Bock, ihn einfach umzubringen. Die meinten ja, der wäre irgendwie doof. Und ich finde auch, dass er doof ist. Verdammtes Blut in den Augen. Da, gleich gibt's Tote. Jetzt kommen sie alle an mit ihren Speeren. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Oh, oh.
Okay, ich werde angeschossen für 10 Punkte. Oh, ich werde gestochen. Aua, es hat gepiekst. Hört auf. Oh, geil. Seht, kriegt volles Pfund aufs Maul. Seht, heilt sich. Seht, trifft mich. Oh, 20 Punkte sogar. Wie gefällt dir das? Ich glaube, Seht sollte ich mal ausschalten. Der ist mir zu gefährlich hier. Und weg mit dir. Ja. Geil. Komm aus der Schusslinie. Wow. So, jetzt kommen sie alle angerannt mit ihren Sperren. Hey, 6 Punkte. Wow. Die sind gar nicht mal so schlecht. Oh, der hat doch eine Waffe. Geil. So, ich werde aber jetzt mal erstmal mit der Schrot hier agieren, damit ich auch... Moment mal. Ja, damit ich auch zweimal angreifen kann. Einmal. Und zweimal. Genau 10 Trefferpunkte, Aktionspunkte habe ich nämlich. Und 5 kostet das, ja? Seht ihr hier? Jawohl! Das funktioniert ja geil, obwohl ich so wenig Lebenspunkte habe. Cool. Kalkuliert nach. Oh, und der trifft nicht. Treffe ich denn da? Wow. Bis dahin treffe ich sogar. Cool. Geil. Keine Chance, ey. Wenn ich mit denen in einer Runde immer einen umlegen kann. Geil. Und sogar ihn trifft. Ja. Nicht Taiko treffen. Den da hier treffen. Nein, Dogmeat wird angegriffen. Okay, das könnte etwas gefährlich werden. Wie kann ich denn Dogmeat helfen? Der ist doch hinter dem Ding da, oder? Treffe ich von hier aus? Ich treffe sogar von hier aus. Kann ich von hier aus sogar? Ja, die Augen treffen! Oh ja, weg mit dir. Dass er mir Dogmeat hier wegnehmen will, das mag ich ja gar nicht. Oh geil, weggeschleudert, cool. Ich hoffe mal, dass der neben mir steht, mich jetzt nicht umbringen will. Au! Au! Nein! Nein! Was mache ich jetzt? Wenn Dogmeat kaputt ist, dann ist alles vorbei. Hm. Ich schieße, glaube ich, mal auf ihn hier. Nein, ich habe keine Muni mehr. Ah, ich kann aber nachladen. Sehr gut. Auf. Wer ist denn schwieriger? Ich glaube, der ist gefährlicher. So. So. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Jawohl! Dogmeat greift an. Ja! Oh, jetzt kommt Ian. Hä? Dogmeat weicht aus, jawohl. Nein, er greift mich an. Nein, ich bin tot. Oh. Okay, damit war's das für diese Folge. Your bones are scraped clean by the desolate wind. Your vault will now surely die. As you have. Ja. In der nächsten Folge sehen wir uns dann bei Vault 13 wieder. Ich mache Seht jetzt so fertig, das ist mir jetzt zu doof. 10.000 Mal, was heißt 10.000 Mal, nochmal mit ihm zu kämpfen. Ihr seht ja, ich muss nur ganz kurz gucken, dass ich ein bisschen mehr Leben habe. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.